Sportfreunde und willkommen zu 41. Folge von FIFA 17 Karrieremodus bei den Würzburger Kickers. Wir sind ja heute in der Transferphase und wir könnten unsere beiden Top-Torjäger verlieren. Wir könnten sie einfach verlieren, weil Dolberg will weg und Halimi steht zu Verkauf irgendwie. Ja, habe ich mir einfach so gedacht und ich habe mir jetzt auch ein paar Spieler auf die Wunschliste gesetzt, auch wenn ihr nicht so viele in die Kommentare geschrieben habt, aber ich werde jetzt einfach mal an allen eine Anfrage machen. Ja, ich habe halt hier jetzt Wellenreuter noch, dann haben wir hier noch Blanco, einen der Standard-Torhüter, die was in dem Karrieremodus natürlich üblich sind. Dann noch Skufet, dann Dragovic, haben wir noch Gaudino mit drin. Könnte er als ZOM noch, kann er auch als ZOM spielen. Dann hier diesen Chaba, 69er Gesamtbewertung, was wir nicht holen werde bestimmt. Matthias Pereira. Dann Francesco Giraldes. Francesco Giraldes, Ami Harit. Dann noch Dani Ceballos, Marc Stendera, ein Deutscher von der Eintracht. Dann fürs rechten Flügelspieler Iñaki Williams. Dann Gianni Messi. Alain Saint-Maximin. Dann noch als Stürmer noch Penaranda. Hat noch einer in die Kommentare geschrieben. Hatte ich schon auf der Wunschliste. Dann Divock Origi. Dann Boja Majoral. Gabriel Jesus. Der spielt beim FC Bayern, was man da wirklich nicht wirklich loseisen könnte, vielleicht, glaube ich eher. Dann noch Andrea Belotti mit 25 Jahren, schon ein bisschen arg alt, hat aber gutes Potenzial noch. Und natürlich noch Cristiano Ronaldo. Was ich beide nur so mal reingestellt habe, um mal die Gesamtwertungen von beiden zu zeigen. Einfach Cristiano Ronaldo noch 48 Millionen wert, aber dafür halt Gehalt von 370.000. Ja, was ein bisschen arg hoch ist. Ich werde jetzt mal einfach allen eine Anfrage schicken. Ja, ich werde einfach allen eine Anfrage schicken und schauen, was die Vereine so sagen zu denen. Weil ja auch Busk ich verkaufen würde. Ja, wäre ich nicht abgeneigt dazu, weil einfach, ne, nicht Busk verkaufen würde ich im Busk jetzt eigentlich ja nicht, ne. Aber man kann ihn ja eigentlich als Zweitkeeper da noch reinbauen und dann wieder den Radlinger verkaufen. Vielleicht, ich weiß es nicht ganz genau, vielleicht werde ich das so tun. Aber wir schauen erstmal und dann, ja, schauen wir, was passiert. 8 neue Nachrichten. Radlinger, unsicher. Und jetzt hier ein Angebot für Kasper Dolberg. Ich würde ihn für 44 Millionen Euro ziehen lassen. Da ich nicht allen eine Anfrage machen konnte. Ach ja, Andrei Arkadiusz Milik habe ich auch noch angefragt und der kostet 61 Millionen. Ja, Lafont 14, Dragovic 21, Giraldes 33. Hier, die haben eine Preisvorstellung von 7 Millionen. Vorstandentscheidung, Kasper verkaufen. Okay. Krass, wir müssen ihn echt verkaufen, Kasper Dolberg. Preisvorstellung von 21. Probieren wir mal hier. Gehen wir mal auf 6,5. Ja, ist bis jetzt der günstigste. Milik, glaube ich, können wir nicht verpflichten. Da müssten wir halt echt weit runtergehen auf 11 Millionen. Schauen wir mal. Einfach mal nachschauen. Wäre echt lustig, wenn sie es machen. Aber ich glaube es eher nicht. Ja. Aber als erstes mal noch schauen einfach mal. Einfach mal schauen.
was es noch so dabei rumkommt. So, nochmal 5 Nachrichten. Scout ist da arbeitsbereit. Gut. Wellenreuther wäre 14 Millionen. Ruben Blanco 13. Scufet 28. Gianluca Gaudino 8. Okay. Da gehen wir mal runter auf 4. Ja, einfach weil sein Gehalt so hoch ist. Würde ich auch nochmal schauen. Timon Wellenreuther. Vielleicht bei dem anderen jetzt geboten. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, ich glaube 6,5. Aber er war immer einfach mal nur 6. Ja. Schauen wir mal, ob das dann geht. Aber vielleicht verkaufen wir auch noch Dolberg oder sowas dann. Ja, einfach mal nachschauen. So, Transferangebot für Bus. Ach ja, genau. Wir sind in den Schluss gekommen, dass er nicht so viel wert ist. Da auch nicht. Spieler ist viel zu viel wert. Aha, okay. Die Summe ist zu niedrig. Liverpool lehnt auch ab. Bayern lehnt ab. Okay. Schauen wir mal. Wie viel habe ich da nochmal geboten? Bei Ivok Origi. 84. Und 36. Okay. Gehen wir mal einfach mal auf 20 Millionen hoch. Okay, dann gehen wir nicht auf 20 Millionen hoch. Dann gehen wir auf 19 hoch. Einfach mal nachschauen, ob es irgendwie dann funktioniert. Einfach mal nachschauen. So, Czerny würde ich noch versuchen. Ja. Gehen wir hier auf 7. Einfach mal nachschauen, ob es irgendwie funktioniert. Ja, weil Jesus werden wir nicht kriegen. Das ist klar. Denn es war so, auch so 7. Da hatte ich davor 3. 7 Millionen Marktwert, 4. No, da gehen wir mal langsam hoch auf Richtung Marktwert. Schauen wir mal, was sie da so sagen werden direkt. Ach ja, genau, weil ich auch noch sagen will, wenn ihr das Abo-Special von mir noch nicht gesehen habt, das war es auch noch, was heute auch online kam oder gestern. Hey, schenkt ab, wie ich es gerade geschafft habe. Habe ich auch gerade eben erst aufgenommen. Und dann einfach mal da noch vorbeischauen, was ihr da zu haltet, davon haltet, nicht dazu haltet. Ja, einfach mal. So, das Spiel ist zu wertvoll, Monaco, sagt du, die Ding ist zu wenig. Schluss kommt, dass er uns nicht zu viel wert ist, okay. So, Iñaki Williams, 10 Millionen habe ich nur geboten. Gehen wir mal bei ihm auf 15. Boah, 42 Millionen, Alter. Vertreibt halt mal. Ja. Gehen wir auf 17 einfach mal hoch. Einfach mal nachschauen. Ja. Ich glaube, so wirklich hoch werde ich da die nicht kriegen. Haben sie die nicht? Hey, wann haben sie die Anfrage abgelehnt? Gehen wir 1 Million nochmal hoch. Auf ungefähr die Hälfte. Schauen wir mal, was ich. Man muss einfach immer ein bisschen spekulieren. Und jetzt habe ich irgendwie 3 Nachrichten vergessen zu lesen. Ich habe 3 Nachrichten. Ah, hier. Toulouse. Spieler ist viel zu wert für uns. Milik auch abgelehnt. Inakzeptabel. 14 Millionen. Pereira. Okay. Gehen wir auf 9 hoch. Bei ihm. Und neuer ZOM wäre gar nicht so schlecht. Matheus Pereira. Ausgeliehener Spieler ist zurückgekommen. Real Madrid akzeptiert. What the fuck? Wolfen ist 67. Das ist okay. Ja, können wir mal dann auch ab und zu mal spielen lassen. Angebot für Becher Halimi und Niklas Stark. Gehen wir mal auf 16,5. Ja, gehen wir aber auf 16,5. Weil er ist einfach richtig gut. Ablehnen und künftig untersagen, weil Niklas Stark will ich nicht verkaufen, haben wir jetzt diese Saison gekauft. Majoral, 10 Millionen angenommen. Krass.
der nimmt es einfach an. Aber das können wir uns doch nie im Leben leisten, oder? Ach doch. Wichtig für erste Mannschaft. Ja, machen wir es einfach so. Turin lehnt ab. Bayern sagt inakzeptabel, falsch. Gianluca Gaudino. Sony, wir sind in der Ansicht, dass er mehr wert ist. Spieler führt Gespräche. 8 Millionen. Wie viel habe ich ihm geboten gerade für Czerny? Och man, ey. Ich hasse es, dass man den Spieler erstmal raussuchen muss. Wo ist er denn, der Czerny? Hey, der ist ja gar nicht drin. Angebote erhalten. Ah, hier. Laufende noch. Wie viel habe ich hier geboten für Czerny? 7. Okay. Okay, das ist okay. Ja, schauen wir mal, dann damit mit dem Sachen hier zu uns dann kommt. Ja, wäre ganz nice. Brand kurz vor der 70 auch. Ist auch ganz nice, dass Brand in der Nähe der 70 schon steht. Eine Ausdauer von 61 ist auch richtig gut. So, Angebote für Brand. Eigentlich ablehnen. Keine Ahnung, ich habe ihn immer noch auf der Leihliste. Deswegen kam er gerade. Busk. 15 Millionen. Einfach mal schauen. Und dann Rot. Ja, okay, Rot. Kann man mal über eine Kurzleihe nach Düsseldorf schicken. Würde ich einfach mal sagen. Und nochmal Busk. 14,9 Millionen. Hat eine 85 und gerade mal eine 75 und hat einfach Nenz akzeptiert. Ajax Amsterdam nimmt nicht an. Okay, wo ist er denn? Wo ist er denn jetzt? Czerny, da unten ist er. So, wir gehen auf 8,1. 8,1 Millionen. Noch ein Jahr Vertrag. Wir haben auf 19 Millionen hochgestockt. Das ist... Ja, könnte schwer werden. Stendera. Okay, schauen wir mal noch mal kurz nach. Liverpool lehnt ab. War ja klar. Wolf ist zurück. Was waren das andere hier? Majoral. Was waren das andere jetzt? Naja, das lehnen wir mal ab hier. Und schauen einfach mal weiter, was noch für Nachrichten reinkommen. So, jetzt haben wir nochmal drei Angebote. Zwei Angebote, einmal für Halimi. So, nach. So, 16 Millionen. Nach Mainz 05. Dann 60. Pff, können genauso viel zahlen. Vielleicht sogar 500 mehr. Busk 15,5. Tomsk. Alles klar. Oh, die akzeptieren sogar. Und er will nur 15.000. Geht eigentlich echt gut. Zack. Und jetzt gerade mal 20, ist 4 Jahre jünger als Beja Halimi. Und verdient, glaube ich, sogar noch ein bisschen weniger. Majoral lehnt ab. FC Bayern hat ein Angebot von 33 Millionen von Wolfsburg, Alter. So, 9. Wir haben noch keinen verkauft, weil keine anderen Angebote mehr reinkommen. Gerade. Vielleicht bleibt doch das Team dann komplett so. Außer wenn jetzt wirklich Halimi oder sowas verkauft wird und dann wäre das ganz gut. Ah, jetzt kommt mal wieder Angebote für Kasper Dolberg rein. 36,5 Millionen. Und das wäre ganz nice. Welcher Halimi, geh mal auf. 16,501 ist 24 Jahre alt und 14,9. Und wir gehen einfach immer eine Million halt immer hoch. So eine Million hoch. Zack, bumm. Schauen wir mal. Oh, Bilbao lehnt ab. Der Spieler ist zu wertvoll. Genua, Halimi ist losgekommen, dass er nicht so viel wert ist. Busco nicht so viel wert ist. Okay. Majoran lehnt halt ab. Da müssen wir halt mal schauen, wenn man jetzt halt dann wirklich Ding verkauft. Wieder für Bus gehalten, Alter.
Schauen wir mal, was jetzt noch so geht. Ey, jetzt wird auch noch Köln, 15. Er ist echt beliebt, der Busk. 11. 9. 9. Ja. Dass er nicht so viel wert ist. Entschluss gekommen, dass er nicht so viel wert ist. Okay. Ja, natürlich die üblichen Verdächtigen. Busk und Abeja Halimi haben Angebote reinbekommen. Ey, warum nur so wenig? Er ist gerade Top-Torschütze in der Bundesliga und kriegt Angebote von 6 Millionen. Und Toulouse gibt nicht nach. 10,5. So. Vorletztes Angebot. Bus. Okay, die sagen alle, dass es nicht so viel wert ist. Und Pereira akzeptiert. Ich nehme ihn einfach mal an. Wollte ich mir von davor mal holen. In der letzten Transferperiode wollte ich mir holen. Und jetzt habe ich ihn geholt. Und deswegen Spieler verkauft werden. Wie haben wir den verkauft? Kasper Dolberg ist weg. Hab ich den so verkauft für 15 Millionen? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das ist ja gar nicht gut. Ja, das ist echt nicht gut. Ja, ein 76 hat er sogar. Gleiche Stärke wie Beja Halimi. Halimi mal raus. Was hat denn der so für Sterne und so weiter? What? Der hat 5 Sterne Skills. What the fuck? Alles klar, wusste ich gar nicht, dass der 5 Sterne Skills hat. So. Und dann dabei einfach Lazaro vorne in den Sturm rein. Dabei. Weil ich will echt noch einen neuen Stürmer verpflichten. Jetzt kann ich mal probieren, nochmal Majoral zu verpflichten. Jetzt will ich es nochmal probieren. Majoral echt zu verpflichten. Weil wenn er jetzt, kann er ein bisschen mehr Geld haben. Scout-Aufträge, Transferverhandlungen. Halten. Ja. Laufen, sind die alle noch? Okay. Dolberg hat echt Verein verlassen. Unter seinem Marktwert auch noch. War, glaube ich, jetzt vom Verein her selber aus. Glaube ich jetzt einfach mal. Ja. Wie viel haben wir jetzt eigentlich gerade? Wie viel? Was? Probieren es einfach mal. Wir gehen mal auf 29 Millionen hoch. Oh, kann ich das? Das kann ich einfach nicht machen. Was ist das? Das ist richtig behindert in FIFA. Schau mal hin, 25 Millionen gehen nicht. Das geht auch nicht. Wir haben über 100.000 Gehaltsbudget mehr, aber können einfach Ding nicht machen, oder? So, den gehen wir mal auf 23 Millionen. Ach, da geht's jetzt nicht mehr, oder was? Alles okay. 20 Millionen können wir aber bieten. Okay. Nummer 1 für Beja Halimi. Nein, 15,5, dann okay. Sonst nein, danke. Ist noch drin, nimmt nicht an, okay. Das gleiche wird immer weniger mit den Angeboten. Jetzt wird es halt echt richtig schwer, irgendwas zu machen. Es wird halt echt richtig schwer. Probieren es jetzt einfach mal ein bisschen rum.
probieren es einfach mal ein bisschen rum und schauen einfach, was jetzt noch so abgeht dann. Es wird echt richtig, richtig, richtig schwer. Hui. Sagen wir mal 3 Transferangebote. Warum? Geht doch einfach mal höher. Über 10 Millionen ist doch nicht schwer. 5 Millionen für einen, der was einfach einer der besten in der Liga ist, Mann. Das ist einfach FIFA-Logik. Okay. 3 Millionen. 3 Millionen wäre okay für hier Schröck. Ja. Das ist einer unserer schwächsten Mitglieder noch. So, lehnt ab. Wir haben ein Angebot von einem anderen Team angenommen. Okay. Ist auch nicht mehr so tragisch. Da. Das haben sie, glaube ich, angenommen. Oder? Sehen wir das jetzt irgendwo, wo er hingewechselt ist? Da, Jenny. Verein lehnt Kauf ab. Das Angebot unterbreiten. Hä? Ich hätte es noch gar nicht angenommen. Hey, ich habe genau 9,1 geboten, genauso wie die. So, 9,7. Ja. Hier ist es gleich noch schwieriger, einen Stürmer dann zu holen. Ach ja, ich wollte ja Majoral nochmal neu verpflichten. Nochmal besuchen. Stimmt ja. Kann ich? Gut. Das kann ich machen. Ist gut. Ist ganz gut. Ja, denke ich mal. Weil einen richtigen Stürmer bräuchte man halt schon mit Majoral. War ja ein. Ja, Lazaro oder Edmilson vielleicht jetzt nicht so die beste Wahl sind. Mir gefällt es ja natürlich. Ist zu wertvoll. Inakzeptabel. Probieren wir mal was. Wo ist er denn? Da, Radlinger. Und gehen hier auf 10,9. Einfach mal nachschauen, ob es geht. Ich weiß es ja nicht. Majora lehnt ab. So, wir gehen mal auf 140. Geht es noch? Okay, das geht noch. Oh, da habe ich gar keine Angabe gemacht. Ups. Schon, der ist bei denen sporadischer Spieler einfach. Und nimmt einfach unser. Ist, ja, wichtigster Stammspieler nimmt er nicht an. Meine Güte. Richtig unlogisch. Origi geht nicht. Peschalimi wird nicht gekauft. Wie macht Jesus? Immer alles auf Jesus ist das, glaube ich, oder? Nee, Divock Origi will Bayern jetzt verpflichten, weil er Jesus jetzt, glaube ich, gegangen ist nach Wolfsburg. Nein, tust du nicht. Ey. Wenn es auch noch ich auch noch selber gehe, Alter, dann aber. Wird krass. Ja. Dann wäre das krass. Ne, warte. 130. Ha! Moral auf Abschied. Glaube ich, können wir jetzt nicht mehr halten. Hoffentlich geht das noch. Weil es wäre echt traurig, wenn das jetzt wirklich kommen würde. Okay, nochmal ein Angebot für Busk. Zack, 14. Ich will ihn nicht unter seinem Marktwert verkaufen, weil. Okay. Ja, warum nimmt er das nicht einfach an, Alter? 15 Millionen. Ist eigentlich nicht viel. Salzburg, zack. Nein! Auch wenn es bei RB dran steht, einfach.
ablehnen. Okay. Ach, komm, 150. Halt. Essentieller Stammspieler. 20%. 4 Jahre. Nehmen wir mal 2. Ja. Weil, ja, viel mehr werde ich jetzt auch nicht mehr spielen. Jenny akzeptiert. Schau mal, die wollen auf einmal dann alle weniger. Und dann kommt bestimmt wieder das mit Ding. Ja, mit ich will mehr verdienen. Mir gefällt es da und so bla bli blop. Ja, es ist immer so. Und Martinio. Ich verkaufe ihn nicht. Nein. Bam. Nein. Auch wenn seine Moral auf Abschied ist. Nein, ich will ihn nicht verkaufen. Und Toulouse akzeptiert. 10.000, zack, bumm. Zack, zack. Zack. Einfach mal schauen. Die haben mich sogar angenommen, weil ich ja Rettlinger dazu gegeben habe jetzt. Die Situation mit Martini ist ideal jedoch, nicht ideal jedoch, aber wir wollen wir volles Vertrauen zu ihnen und überlassen ihnen die Entscheidung, ob er verkauft wird oder nicht. Okay, das ist gut. Ich darf entscheiden, ob er verkauft wird oder nicht. Das ist gut. Die Scouting-Bericht. Da vorne 78 und hier eine 74, okay. Jetzt Beja Halimi. Okay. Okay, die gehen sogar immer höher. Geht doch jetzt einfach auf 3,1, einigen, fertig. Ja, ich habe noch eigentlich... Die gehen immer nicht mal auf den Marktwert, was ist das? Schau mal, die geben gerade ihr komplettes Ding und ich sag nein. Ablehnen. Hoffentlich macht auch der Vorstand das wahr, was er jetzt sagt. Weil es wäre echt malig, wenn das wirklich dann auf einmal so. Ich verkaufe das jetzt, ne? Also, tschüss. Einfach mal so verkauft. Wäre schon echt malig. Ja. Wäre echt malig vom Vorstand. So, wir nehmen jetzt noch ein bisschen was mit. Ja, ihm gefällt es immer noch dort, Alter. Okay, komm, warte. Probier jetzt mal einfach aus, ob das noch geht. Gut, es geht noch. So, geht das dann noch? Das geht auch noch. Okay. Ein Jahr, bumm. Köln. Nimmt's nicht mit. Er nimmt an, Czerny. Ist echt schwer. Ja, schon echt schwer. Weil dann könnte ich Majoral nicht mehr verpflichten. Ja. Ich weiß gerade auch nicht, ob Czerny auch irgendwie... Ja, okay, Admis hätte ich noch... Ja, okay, komm. Ist Flügelspieler? Ich weiß es nicht. Ich mache erstmal hier. Und schauen einfach mal, was Majoral jetzt dazu sagt erstmal. Ja, ich schaue erstmal, was Majoral dazu sagt. Zu dem Angebot. Nach vorne lehnt ab. So. So. Ich bin ein Star. Alter, du bist 19 Jahre alt, also fühl dich nicht so auf. Okay. Wir wissen, was Majoral jetzt dazu sagt, weil das ist mir echt jetzt noch wichtig, bevor ich jetzt die Folge hier beende. Angebot wieder für Beja Halimi. Wie traurig das einfach ist in FIFA. Wie oft soll ich dir noch sagen? Ablehnen und künftige Untersagen. Oh, das habe ich vergessen.
Ja, Pressekonferenz. Und jetzt nochmal 7 Nachrichten und jetzt komm. Majoral akzeptiert. Majoral akzeptiert. Und wir bestätigen. Das bestätigen wir. Weil ich kann, jetzt kann ich jetzt ihn nicht mehr akzeptieren. Jetzt. Da. Geht nicht. Wir zögern mal nochmal. Eine Runde. Und schauen einfach mal, ob sich noch jemand verkauft. Ach, ein Gegenangebot. Ah, jetzt will er auf einmal 20. Aha. Und dann können wir den nicht mehr holen. Alles klar. So, keiner will irgendwie verpflichten mehr. Das ist okay. Ja. Haben wir jetzt eigentlich alles gemacht, was sein musste. Ja, getan werden musste. Schau mal, was hat ein Jenny für eine Gesamtwertung? Hat er eine 80 schon? Nee, eine 77. Okay. Keine Ahnung, warum die da mit drin sind. Danke, Chef, bitte. Neuverpflichtung. Wir schauen uns mal Majoral an. Was hat denn der für eine Gesamtwertung jetzt? Eine 80? Nicht ganz. Er ist ein bisschen schlechter als Dolberg. Aber dafür ein kleines bisschen schneller und körperstärker. Das ist ein Spanier. Majoral ist einfach richtig gut. Wir haben auch schon mal 2 Neuverpflichtungen geholt. Wir haben noch richtig viel vor uns. Und noch richtig viel kurz bevor dem Bayern-Spiel. Hier haben wir uns richtig viel vor uns. Schauen wir mal einfach mal, was jetzt noch so passiert. In diesem... Was hat denn der eigentlich jetzt für eine Stärke? 82, Alter. Wir haben einfach so einen Fehler gemacht, dass Dolberg jetzt echt gegangen ist. So einen richtigen Fehler gemacht. Ja. So einen richtigen großen Fehler. Nochmal ein Transferangebot für die beiden. Und ja, das schauen wir uns noch an. Wenn ich die Folge 15 Millionen, auch wenn ich Bus sehr ungern verkaufe. Jetzt Halimi kann man jetzt auch nicht mehr. Muss man jetzt auch nicht mehr wirklich so damit reinfunken. Oh. Wow. Wie das dann aussieht, so. Ja, puff, puff, puff. Und dann so. Wow. Diese Summe ist erstmal so ein 600.000 Angebot. Halimi, du willst schon spielen. Aber erstmal werde ich die Folge beenden. Wir sind Fünfter. Und jetzt würde ich sagen, haut rein, Leute. Wir sehen uns übermorgen wieder. Und wenn ihr es wirklich noch nicht gesehen habt mit dem. Die 200 Abonnenten Special. Ja, schaut auch nochmal vorbei. Alles in der Link in der Videobeschreibung. Einfach vorbeischauen. Und dann erfahrt ihr dort mehr. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.